Jo, los geht's. Also regnen tut's da wie Sau. Aber vielleicht finde ich ja mal dann in einer Werkstatt einen besseren Motor für mich, ja. Irgendwie langweilig, wenn man da mit 80 fährt. Im Multiplayer. Da gefällt mir das Heizen auf Europa 2 schon ein bisschen besser. Naja, das kannst du auf 3 auch machen. Wir gehen auf 3 auch fahren. Ja, das, da muss ich aber dann nachher wieder beenden, oder? Weil zwischendurch kann ich ja nichts wechseln, ne? Nein, du gehst einfach raus und schaust am 3er nochmal am Server. Nein. Na wenn, dann machen wir es schon ordentlich, bitte, ne? Und wird ja hoffentlich nicht unser erstes und letztes Mal sein, was wir dann heute machen. Hoffe ich mal. Ja, zu dritt macht sicher mehr Spaß wie allein, oder? Zumindest kommen da hoffentlich gute Themen auf, irgendwie. Und man kann gemeinsam über andere schimpfen, ist auch wichtig. Ja, wir zum Beispiel die Leute, die um 19 Uhr eine Schicht im Bus-Simulator machen müssen, anstatt dass die fahren können. Ja, aber das bringt Kohle, weil das ist ein Mod voll schon geplant. Gell, Benni? Jawohl. Apropos Bus-Simulator, ich bin heute Nachmittag gefahren für uns. Ich meine, ich bin auf Wien gefahren, wollte eigentlich 4 Touren fahren. Ne? Kagran, Neuessling, Neuessling-Kagran, Kagran-Breitenlee-Schule und wieder retour nach Kagran. Ich wollte. Kurz nach Start der dritten Tour bin ich an einer unsichtbaren Mauer hängen geblieben. Die urplötzlich da war, die vorher nicht da war. Naja, du sollst ja nicht übers Feld fahren, auf der Straße. Das war auf der Wagramer Straße. Die ist immer eine Mauer. Die. Ja, aber die war unsichtbar und die war vorher nicht da. Beim ersten Mal. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ich hab ganz normal blinkt, es hat alles funktioniert, keine. Bei der Wagramer, auf der Wingmap kenne ich keine Mauern unsichtbaren. Wo soll die gewesen sein? Nein, ich bin ganz normal gefahren, ja. Hab ganz normal blinkt, wollte abbiegen. Du bist gefahren, in welche Richtung, wo? Vom Kagranerplatz aus Wecker oben zur. Richtung Kreigossen oben. Bin am Gas gewesen, ganz normal. Bin ganz normal oben. Und plötzlich, zack, bumm, Bus ist stehen geblieben. Bus ist stehen geblieben, als ob da eine Mauer war, ich hab nicht mehr weiterfahren können. Ich hab Gas gegeben und der hat nur gemacht, als ob er da anstehen würde irgendwo. Nein, aber von einer Sekunde auf die andere, ne? Der Rechner verschüßt wahrscheinlich. Vielleicht das. Und ich glaube, ich war ein bisschen schnell dran jetzt da. Und wieder am Bus geschaltet. War der Bus hier dann? Nein, ich habe ihn nachher dann kontrolliert gehabt in der Wehr. Also, sobald er zurück war, ne, habe ich kontrolliert komplett. Nichts kaputt. Ja, aber. Oder das Spiel hat nur plötzlich einen Hänger gehabt, irgendwie. Wobei der Blinker hat ja blinkt gehabt. Ich hab den sogar gesehen, wie er aufgelegt hat. Also kann das Spiel keinen Hänger gehabt haben, eigentlich. So am Ohr bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht, was da los gewesen ist, ja. War schon 2 Stunden später ab, es geht über die Wiesen drüber fahren oder was, ne? Nein, eigentlich wollte ich durchs nächste Nachbarhaus fahren. Das geht.
Ich weiß. Na, war aber eine interessante Geschichte, ne? Beim ersten Mal ist es gegangen und beim zweiten Mal dann nicht mehr. Ey, da kommen drei LKWs entgegen. Wurden in Stockholm oder wo? Nö. Wo ist das? Keine Ahnung. Nicht einmal in meiner Gegend, wo ich hin muss. Aber in Schweden. In Schweden ist ein bisschen was los. Ah, und ich stehe jetzt auf einer Fähre. Ja, und wenigstens etwas, dass da irgendwo was los ist. So. Wo bin ich da? Irgendwo Zentrum. Ja, Zentrum kann viel heißen. Ne? Gibt es die Stadt Zentrum irgendwo? Ich glaube, in Schweden herrscht auch Rechtsverkehr. Ich nehme mal an, weil sonst war er da auf der falschen Seite. Bist du etwa schon in Schweden? Ja, ich bin schon in Schweden. Wow, das ist aber schnell gegangen, ne? Ja. Ich bin da über. Bist du, weiß ich nicht, was kommt da alles da her? Da haben sie irgendjemanden ausgeschlossen mit der LKWs. Also? Nur für meine Verhältnisse sind das schon ziemlich viel. Drei, vier LKWs hintereinander. Ich bin jetzt in der Stadt Münashamn. Du, ich hab noch 86 Kilometer nach Linköping. Und dann vorher auch für Richtung Stockholm. Ich muss trotzdem jetzt den Tanken fahren. Ja, ich glaube, Reichert bei mir, wenn ich in Stockholm dann tank. Ach, in Schweden geht die Sonne auf. Zumindest ganz leicht. Doch, gut, es dauert noch 3 Stunden, bis die Sonne aufgeht. Was da, also vor mir ist da schon ziemlich, naja, Anfang vom Sonnenaufgang, ne? Ziemlich heller Himmel schon. Nicht mehr so dunkel wie vorhin. Was hast du für eine Zeit jetzt da? 3 Uhr 36, 37. Genauso wie ich. Vielleicht ein anderer Planet? Ja, ich bin auf Planet XYZ. Da bist du. Vielleicht andere Jahreszeit? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Nauerplatz, wie du es wissen willst. Okay. Wo ist denn der in Schweden? Links von dir, genau. Jetzt nehme ich einen Teil und fahre nach Schweden auf, was willst du davon? Ja, genau. Aber nur wenn ich dann den Iveco. Aber nur wenn ich dann den Iveco oben nehme nach Berlin, ne?
und damit ein bisschen Bus fahren, ne? Ja, genau. Auf die Ladefläche können Sie einsteigen gleich, ne? Ja, ein neuer Bus getestet, ne? Das gelenkt gleich direkt mit dem Fahrer, ne? Ich hoffe, 15 Kilometer habe ich noch. Oh komm, 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 komm. Das wirst du schon schaffen, noch da rauf. ÖMTC auch erst, was du wie viel brauchst. Gibt es überhaupt in Schweden einen ÖMTC? Nein, der kommt extra rauf. Also der kommt extra rauf. Genau. Na super, das wird teuer. Ist der ADAC billiger, wenn er aus Deutschland raufkommt, oder? Ja, schon, aber leider versteht er das nicht. Wieso? Weil ich Österreicher bin, oder was? Natürlich. Ja, wo unser bayerischer ADAC ist, der versteht mich schon. Ja, ja. Haben wir einen Kreiser Verkehr? Du, ich werd gleich mal fruchtlos. Hoffe ich. Ja? Sprich. Ich bin schon bald meine Kraft aus. Was? Was wann? Wo bist du? Ich bin schon in Stockholm. Sag mal, du bist früher in Stockholm gewesen als ich? Dabei hast du 800 Kilometer drauf gehabt. Ja, das waren ja wegen dem Seeweg noch dazu. Oder du bist mit dem Rückwärtsbahn gefahren, kann auch sein. Jo, wo muss ich denn da jetzt hin? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, na super. Muss ich einmal rundherum fahren? Na, nicht, dass die mir gleich den Abstellplatz fuhren geben. Na, die müssen ja mir hinten zuweisen. So, häng mir mal meinen Schädel aus bei dem Tier an. Meine Güte, ich kann überhaupt nicht zurückschieben.
Scania habe ich da gefunden. Warum bist du jetzt mit Trabant gefahren? Nee. Boah, ich steh ab schon! Ich steh auch schon! Oder fast! Jetzt stehe ich! Bist du wahnsinnig! Du machst am Händel ausgefunden, ne? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt Level 9. Okay. Schwach. Jo, ich weiß. Jo, wo in Stockholm treffen wir uns? Das ist ja nicht so weit entfernt von mir. Wo bist du ungefähr? Ich bin in der Werkstatt. In Stockholm. In der Werkstatt, gut, dann schau ich, dass ich zur Werkstatt komme. Die sind eh nur 184 Kilometer von mir aus gesehen. Okay. Wir warten da in mir rein! Ja, sag's einmal! Können die nicht aufpassen, wo die fahren? Ja, und Werkstatt ist ja eh ganz gut, ne? Jo, aber bevor ich es überhaupt gleich komplett vergessen, du. So. Wo ist denn jetzt da der Blinker? Na, das ist der. Das ist da. Bevor ich es komplett vergessen, du. Aufgefahren nach Stockholm, du, jetzt alleine ich, das heißt auch ohne euch, liebe Zuschauer. Darum verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Abend und sonst irgendwas. Und wir sehen uns, wenn ich in Stockholm angekommen bin, beziehungsweise ihr seht mich dann. Ne? Tschüss, Servus und bye bye. Wollt ihr auch noch Servus sagen? Ja. Nee, wenn's die dann wieder da bist, dann... Gut. Passt.